Zimmer. Hier. Hallo? Schönes Fleisch. Sag mal, Caro, das kann doch nicht wahr sein. Was machst du? Du kannst doch nicht das ganze Fleisch verschenken. Ja, das ist doch sowieso keiner mehr. Wie, das ist keiner mehr? Das ja, ist für das die Grillparty für deinen Papa. Das weißt du doch. Wir sind doch alle jetzt Veganer. Ja, wir essen doch kein Fleisch mehr. Ich weiß einfach nicht mal, was ich machen soll. Grüß Gott, Frau Zwing. Ah, ich grüße Sie. Grüß Gott. Schön, dass Sie kommen. Hallo, grüße Caro, oder? Ja. Wollen Sie vielleicht mal eine Frikadelle haben? Nee, danke. Vielen Dank. Also, Caro, es reicht jetzt. Geh bitte ins Haus, ja. Frau Zwing hat mich zur Familie gerufen, weil Caro, ihre kleine Tochter, entschlossen hat, sich vegan zu ernähren und es eben auch der Familie aufzwingt und die tierischen Produkte einfach wegschmeißt und diese verschenkt. Und da wollte ich eben einfach mal nachhören, was da los ist bei der kleinen Caro. Ja, wollen wir erstmal reingehen und uns dort unterhalten in Ruhe? Ja. Auch mal mit der Caro möchte ich ganz gerne sprechen. Dann können ja, wir das wäre sehr, die sehr, Lebensmittel sehr einpacken und mit reinnehmen. Gerne. Silvia Zwing hat für die radikale Ernährungsumstellung ihrer Tochter überhaupt keine Erklärung, zumal das Mädchen immer sehr gerne Fleisch gegessen hat. Ernährungsberaterin Nina Pijan hat hingegen einen Verdacht, was zu Caros Sinneswandel geführt haben könnte. Sag mal, Caro, was machst du denn da? Emma, du kannst doch nicht einfach die Milch von Lea wegschütten. Ja, die soll von Anfang an nicht Tierprodukte zu sich nehmen. Nachdem ich erfahren hatte, dass Caro eine kleine Schwester hat, hatte ich eine Vermutung, dass das Verhalten von Caro vielleicht auch wegen der Beziehung zu ihrer Schwester so ist, wie es ist. Und daher wollte ich ein Vier-Augen-Gespräch mit Caro führen. Deine Mama hat, glaube ich, erzählt, dass du vegan jetzt dich ernährst. Ja. Warum machst du das? Ja, es ist gesünder und die Tiere müssen halt nicht sterben. Okay. Du hast doch aber gerade vor der Tür die Lebensmittel verschenkt und hier die Milch von deiner Schwester ausgeschüttet. Warum hast du dann das gemacht? Ja, wir wollen uns halt alle vegan ernähren und das ist halt ungesund. Okay, möchtest du das oder will das die Familie komplett? Ich, weil meine Familie nimmt das jetzt nicht so ernst. Und das finde ich auch eigentlich sehr schade. Okay. Ja. Okay. Im Gespräch mit Caro habe ich erfahren, dass sie sich vegan ernähren wollte, weil sie die Tiere schützen wollte. Dazu passte überhaupt nicht ihr Verhalten, dass sie die Produkte wegschmeißt oder verschenkt. Das dient nicht dem Tierschutz, denn dann sterben die Tiere ja umsonst. Siehst du, genau das meine ich. Das macht ja dann eigentlich keinen Sinn. Hallo. Papa! Mit dem Auftauchen von Caros Papa wendet sich das Blatt und die Expertin kommt auf eine ganz neue Spur. Mensch, ich habe dir Hähnchen mitgebracht. Ich will kein Fleisch. Das ist doch kein richtiges Fleisch. Natürlich das Fleisch. Nein. Doch. Das ist doch kein Fleisch. Du nimmst mich gar nicht ernst. Ich gehe mit Lea spielen. Darf ich mir erst mal vorstellen, Nina Pijan, Ernährungsmedizinerin. Guten Tag. Ihre Tochter scheint ja sehr stur zu sein. Ach, das ist jetzt so eine Phase in dem Alter. Das muss man nicht so ernst nehmen. Ja, meinen Sie? Ja. Ich habe gehört, dass Ihre Tochter auch jetzt gerade sich vegan ernährt. Was sagen Sie denn dazu? Was halten Sie davon? Ich halte gar nichts davon. Ich brauche mein Fleisch. Ich arbeite jeden Tag sehr hart und so ein Karottenzeug oder sowas, ne? Ach Mensch, Tom. Also ich finde, du könntest dich wirklich mal gesünder ernähren, ne? Das Verhalten meines Mannes gegenüber Caro kann ich absolut nicht akzeptieren, weil ich finde, man sollte es respektieren, dass Caro sich vegan ernähren möchte. Und mir gefällt es einfach nicht, dass mein Mann viele Dinge ins Lustige zieht. Haben Sie denn eine Idee, Sie beide, woran es liegen könnte? Nee, absolut nicht. Gar nicht. Außer ich denke, dass es vom Alter her ist, dass so eine Phase ist. Was es vielleicht von irgendjemandem gehört hat oder im Fernsehen gesehen hat. Okay. Und wie ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen Caro und ihrer Schwester? Sehr schön. Die beiden verstehen sich wunderbar. Ne? Also Caro liebt ihre kleine Schwester auch über alles. Genauso ist es auch andersrum. Spielen viel miteinander und bringt sie auch abends ins Bett. Deswegen bin ich ja gerade auch so außer mir. Ne? Ich meine, wenn ich dann sehe, dass Caro einfach dann die Milch wegschüttet. Ich meine, die Kleine braucht ihre Milch. Es ist wichtig. Ja, da könnte man schon vermuten, dass es vielleicht dann der Schwester liegen könnte, aber... Das ist nicht der Fall. Eben nicht. Sie glauben eher nicht. Nein. Ist doch herzlich. Ja. Okay.
Okay, die Beziehung zwischen Caro und ihrer kleinen Schwester Lea wirkte sehr herzlich, als sie sie mit ins andere Zimmer genommen hatte. Die Eltern haben mir auch bestätigt, dass sie insgesamt sehr gutes Verhältnis zueinander haben. Daher konnte ich meine erste Theorie, dass sie irgendwie eifersüchtig auf ihre Schwester ist, ausschließen. Und daher muss es an irgendeinem anderen Grund liegen. Mir fällt da was ein. Ich würde ganz gerne eine Aktion mit der ganzen Familie machen am Esstisch. Ja. Wenn sie vielleicht mal Caro und wenn das für sie natürlich in Ordnung ist, dann auf können sie gerne Caro und Lea holen. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ja, dann brauchen wir mal Teller und können Sie mir zeigen, wo die sind? Dann können wir das vorbereiten. Die Familienhelferin möchte herausfinden, ob sich Caro tatsächlich aus eigener Überzeugung nur noch vegan ernährt und deshalb auch ihre Familie zu diesem Essverhalten drängt. Oder ob ein bisher noch nicht offen ausgesprochener Konflikt dahinter steckt. So, also, Caro, wir haben jetzt hier ganz viele verschiedene Lebensmittel. Siehst du ja alles, Pommes, Joghurt, Obst, Gemüse, bisschen Würstel. Dann kannst du jetzt bitte einfach mal allen das auf den Teller legen, was du ihnen geben würdest zum Essen. Mit der Aktion wollte ich herausfinden, was der Auslöser sein könnte dafür, dass Caro sich selbst vegan ernährt und aber auch die anderen Familienmitglieder dazu zwingt, auch vegan zu leben. Und Caro, warum hast du deinem Papa jetzt gar nichts auf den Teller gelegt und euch so viel und auch Fleisch? Das frage ich mich auch. Hier, du bekommst das und das. So, jetzt bin ich fertig. Dann nehme ich mir noch das. Nein. Ja, du als Vegetarier darfst auch kein Fleisch. Du darfst kein Fleisch essen. Wieso denn nicht? Weil der Arzt Nein gesagt hat. Du weißt, dass du Diabetes hast. Wie weißt du das denn? Wie Arzt? Wieso Arzt? Er hat Diabetes. Ach, er war. Mhm. Sie haben Diabetes. Wie weißt du das denn? Ach, Mensch. Ja, ich hab's einmal mitbekommen, als ihr geredet habt. Aha. Aber das tut mir so leid. Okay, also Diabetes Typ 2. Ja, stimmt, ja. Ich war sehr erstaunt, als ich erfahren hatte, dass der Vater Diabetes hat. Hätte ich diese Infos vorher gehabt, dann hätte ich anders damit arbeiten können. Und jetzt macht alles langsam einen Sinn. Und der Arzt hat gemeint, sie sollen kein Fleisch essen. Ja, zumindest nicht so viel. Okay, okay. Und ich möchte auch nicht, dass du so stirbst wie Opa. Woher weißt du das denn mit dem Opa? Ja, also Oma war ja neulich hier und dann hat sie geredet und geredet und dann ist ja halt rausgerutscht, dass Opa auch Diabetes hatte und dass er deswegen auch gestorben ist. Wie kann mir ein kleines Mädchen sowas erzählen? Also. Oh, und deswegen hast du also die, sollte der Papa kein Fleisch essen? Ja. Hast du selber deswegen auch kein Fleisch mehr gegessen? Ja, also reden hat nicht geholfen und deswegen wollte ich halt die ganzen Fleischprodukte von ihm weghaben. Man muss nicht unbedingt vegan leben, aber man sollte eben auf eine ausgewogene, vielseitige Ernährung achten. Ich verstehe deine Hintergründe, dass du deinen Papa schützen wolltest, aber es muss auch selber ein bisschen drauf achten. Also vielleicht sollten sie selber wirklich auf die ausgewogene Ernährung achten. Sie helfen ja schon sehr gut mit. Ja, ich gebe mir Mühe. Super. Hat mich sehr gefreut. Ja. Wiedersehen. Tschüss, Caro, und ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss und vielen Dank für alles. Gerne. Danke. Die Ernährungsberaterin wird die Familie weiterhin unterstützen. Ganz besonders wird sich Nina Pian dabei um Papa Tom kümmern und ihm zeigen, wie er mit seinem Diabetes gesund und trotzdem mit Genuss essen kann. Caro lebt weiterhin fleischlos, aber nicht mehr vegan.